So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Together World of Warcraft, die mittlerweile 105. Folge, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Sind heute wieder mit der ganzen Truppe unterwegs. Nadine und Crow sind wieder im Hintergrund beim Mitkommentieren und wir machen heute wieder Innis. Wow. YOLOLO! Und Chrissy Yay! steckt die ganze Zeit irgendwo drin fest. Ja. Fragt nicht wo. Das wollt ihr nicht wissen. Wir Oh machen jetzt Gott, das gibt erstmal ein. jetzt sehr viel Freiraum für Gedanken. Das ist dein eigener Fehler. Geiler Scheiß, geiler Scheiß. Es ist eine Inni, in der ich noch nie war. Werdet alle sterben. Oh Holt ja, eure aber sowas Herzen, von. tapfere Recken. Und welche Inni habt ihr bekommen? Prüfung des Prüfung des Champions. Champions. Ja. In Ja, der gut. Inni war ich wirklich noch nie. Der erste Boss ist easy, der zweite Boss ist asozial. Oh, Hoffen Quest. wir mal, dass wir einen zweiten Boss kriegen. Müssen wir hier was Bestimmtes machen oder? Ja, du musst dir eine Lanzen Lanze holen. holen aufs Mount und Ja. dann eigentlich gleich wieder absteigen. Das, was du im PDK auch machen musstest, falls du da mal warst. Okay. Da war ich, glaube ich, auch noch nie. Okay. PDK haben die das Okay. doch nicht eingefügt. Doch, du musstest da auch gegen die Leute kämpfen, oder? Naja, aber am Aber Anfang das kommt das mit dem Agentur-Turnier Mount. hast du doch bestimmt mal gemacht, oder Kiki? Ja, das habe ich mal gemacht, das ist aber Das ist ewig das her. gleiche Prinzip, bloß in der Ini. Oh, hier sind da Leute überfordert. Ich habe es noch nie gemacht, hilf mir raus! Ich finde es bloß lustig, dass man dann. Oh, ist gleich der erste rausgegangen, oh Mann. Steck mal deine Schilde. Naja, ich muss mir eh erstmal wieder die ganzen Fähigkeiten hier durchlesen, weil. Ich habe zwar noch irgendwo gewusst, wie das Prinzip hier funktioniert, Sollen aber. wir starten oder wollen wir noch auf einen warten? Start einfach, das kriegen wir schon irgendwie hin, notfalls. Quatsch, Ich bin ne? bereit. ich liebe Musst du diese in der Idee. Wand stecken bleiben. Oder im Boden. Oder auf dem Mount. Ja, pass auf, Er jetzt bleibt mittendrin. in seinem Maul Scheiße, ich bin durch stecken. den Boden gefallen. Beim Mach das mal Chargen. nicht. Ey, früher in WoW ging da gab es ein paar Stellen, da konnten sich durch den Boden glitschen. So, und nicht vergessen, nach der ganzen Die Waffe wieder Pferdeteil anlegen. die Waffen wieder anzulegen. Das habe ich von Barlow noch so in Erinnerung. Dieses Ich habe eine Gefühl als Ahnung. Mili nach dem ersten, nach dem ganzen Reiterteil. Wieso mache ich eigentlich keinen Schaden? Wo bleiben denn jetzt unsere Gegner? Das hat sich unser Schurke auch gedacht, als wir bei Kormrock Hazi standen und seine Dolche kaputt waren. Und der so gemeint hat, ja, ihr braucht mich nicht heilen, ich bin gerade so richtig useless. Hast du etwa mitentriert? Oh, der labert jetzt die ganze Zeit. Du hättest Ich auch konnte starten nicht können ohne. abkürzen, weil wir hier noch nie drin waren. Ach so. Das geht erst, wenn du einmal drin warst, Okay. dass du die kürzere Version machst. So eine Scheiße. Sonst hätte ich gleich die kürzere genommen, dass wir das alles schon kennen und so, aber ich hatte nur, ich bin bereit. Bin ich eigentlich der Einzige von uns, der immer versucht, sich irgendwo hinzuglitschen? Oder haben wir da noch einen? Ich versuch's nicht, es passiert einfach. Ja gut, du klitschst dich in irgendwelchen Texturen und sowas fest. Ich klitsch mich über Berge und sowas drüber. Zählt es mal, wenn man mal einen Tweaking-Glitch in Pokémon ausgenutzt hat? Wenn du was gemacht hast, ja. Kilian, weißt du noch damals Ah. in Klassik mit meinem Krieger, wo ich halt einfach mal quer durch die Höhlendecke gecharged bin und dann oben droben auf Ja, dem Berg das stand? habe ich auf dem Classic-Server mehrmals geschafft. Ja, ich mir so dachte, so, was? Oh, So. schick, die Orks sind auch wieder mit dabei. Wie genau machen wir das jetzt dann hier? Also wir müssen erst gegen die drei Kleinen kämpfen. Dann gegen die drei Also mit dem Großen. einen Schild. Dann kommt von jedem Mal, also von jeder Reitergruppe müssen wir jeweils drei Kleine bekämpfen. Und dann kommen die Großen zu dritt. Und die Blutelfen Die sind mit auch den da. Zweierschilden. Und dann werden wir sie auf ihren Pferd schlagen, dann werden sie absteigen, dann gehen sie dahinter zum Tor, dann stellen sie sich auf und dann dürfen wir gegen sie kämpfen. Okay. Ja, wichtig ist, die könnten auch wieder auf ihr Mount drauf. Also aufpassen, dass sie nicht aus. Also möglichst in der Mitte besiegen, dass sie hier in der Mitte sind, damit sie einen weiten Weg nach außen haben. Und wenn die aufstehen, über die drüber reiten, damit die wieder Kann man die hinfliegen. einzeln machen, die Gruppen, oder? Die kommen eh einzeln. Ach so, okay.
Stargate ist der erste Shutdown. Lol, haben die erst voll untergegimmt. Anscheinend haben sie da einiges runter skaliert, ja. Okay. Lol. Alter, die sind ja alle One-Hit. 8000 Schaden. Ja, das ist ja voll langweilig. Das war mal richtig cool. Die sterben ja schon fast am Schildbrecher, verrecken die Dinger ja schon fast. Ja. Komm. Alter, soll halt bla bleiben, meine Fresse. Drecksetz, Mann. Oh. Selbst die. Obwohl, die halten mehr aus. So, die Blutelfen-Tussi ist 6. Und der ist auch weg. Bin ich erwischt. Ein Sturm. Oh, ist schon. Wunderbar. Und Waffe wechseln. Wo ist die Waffe? Da. Okay. Das war mal richtig anstrengend. Easy. Ich habe schon ewig den Reiterteil nicht mehr gemacht. Dailies, die waren früher mal ein bisschen anstrengender. So, und die drei dürfen wir jetzt einfach so bekämpfen? Ja. Okay. Oh, die machen aber Schaden. Ja, merke ich. Wow. Der hat mich mitgenommen. Komm mal in die Nähe. Oh, Autsch. Jetzt muss ich eben gucken, wo es. Boah, ich bin verwandelt. Ja, das war schon mal nicht erfolgreich. Yay. Okay. Schurke hat überlebt. Ich mach Seelenstein und Retz. Der Schurke hat auch überlebt. Die Menschen aus Sturm und bejubeln Angry Face. Oh. Wie gewieft. Okay. Könnt ihr mich noch retten? Ich hab einen Massenretz gemacht. Ja, gut, dann muss ich reinlaufen. Ich probier's mal so. Ziel wurde bereits wiederbelebt, sagt er mir. Okay, dann laufe ich rein. Ist ja nicht weit. Ja, ist ja gleich ums Eck. Oh, die machen Schaden. Kann man die nicht, kann man die CC'en? Weiß nicht, ich habe keine CCs. Ich kann bloß verbannen und es sind leider keine Elementare. Warte mal, habe ich nicht der Wirbelwind agiert nicht so wie, Machen wir es mal so. Damit wir mal ein Fokus-Target haben. Durchgebufft alles. Warte mal. Könntest eh mal der Wildes buffen, genau. Beschürzen Sie von einem Wirbelwind? Nein. Wo ist mein Haupt-CC? Kriege ich den erst noch? Die lassen sich eh nicht CC, der Schurke hat es gerade probiert. Okay. Ah ja, gut. Nicht aus der Reichweite rennen. Ist ja auch gut, ihn zu interrupten, wenn er sich heilt. Nur mal so. Ja. Okay, der Heiler ist weg. Boah, du bist ja nicht auf 50% Leben, obwohl ich im Baum bin und ich instant hochheile. Ja, ich hab ziemlich alle meine CDs jetzt gezogen. Ein gut unermüdlicher Verteidiger ist jetzt wieder ready, aber ich habe auch Handauflegen zwischendrin mal benutzt. Ja, habe ich gesehen.
Meine Mana ist alle. Bekomme ich keinen instabilen Vogt mehr, wenn ich Schattenbrand drauf hatte? Oh, hier gibt's ja Epics. Lol, geil. Natürlich. Ich sag immer schon Epics. Mann! Chrissy hat sein erstes Epic. Lol, wie geil. Jetzt müsste ich bloß noch Level 80 sein, ne? Scheiße, ich habe erst 1%. Habe ich. Ach, du bist Magier. Du bist mein bester Freund. Oh, nee, er ist Hexenmeister. Wie? Ich dachte, du spielst jetzt deinen Magier. Da ist er nicht mehr dazu gekommen, den noch fertig zu leveln. Ich habe ihn zwar auf Level 75 gebracht, aber das war's dann auch. So eine Verarsche! Die Gruppen kann man wieder einzeln machen, oder? Jo. Oder die kommen einfach so. Nee, ich hab gepult. Ach, jetzt weiß ich auch, wer das ist. Ach, du weißt jetzt, wer Beichtpatron ist. Ja, jetzt weiß ich das endlich. Oh Mann. Patress. Ja. Entschuldigung, ich war hier nie. Das ist das erste Mal, dass ich in dieser Innie bin. Vorher hat mich der Random Generator von den Instanzen hier nie reingebracht. Meine Mana sieht ja ziemlich für den Arsch aus. Mach mal wieder Tentacle Rape. Oh. Kriegen wir die ganze Zeit Procs, das ist schön. Der Brunnen da hinten ist so tricky. Brauchst du mal eine Pause oder geht's? Noch geht's. Okay. Meine Charakterklasse hat sich nur gerade entschieden, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, dass ich Ressourcenmanagement machen muss. Mhm. Dass das nicht mehr geht, die ganze Zeit schnelle Heilung durchzuspammen. Ja, ich muss mir auch mal meine CDs hier schön aufteilen. Der Boss wird jetzt so ein Assi. Kann der eigentlich irgendwas? Was hat die nochmal gemacht? Die holt irgendeinen scheiß Boss von irgendwo her und er zerlegt uns. Ach, ja, das passt zu ihrer Hearthstone-Karte. Eine Erinnerung an andere Bosse holt die. Okay. Das ist also ziemlich random, was hier jetzt kommen kann. Ja. Mana? Es muss aber vor PDC gewesen sein. Außer 5er. Okay. Und es also sind keine sowas Raid-Bosse. Bitte? Und es waren, glaube ich, noch nie Raid-Bosse. Es sind nur 5-Mann-Bosse. Oh Gott. Stell dir mal vor, Lady Wasch oder so würde da auftauchen. Wäre bestimmt lustig. Ich glaube, es ist auch nur beschränkt auf Wars of the Lich King-Bosse. Ja, wen haben wir denn da? Merkamus? Okay. Oh, nö. Und da wurde ich eines besseren Billherz. Autsch, der haut ganz schön. Mann, warum? Hast du einen Battle Rest? Ich muss mein Battle Rest. Ich muss mein Battle Rest. Ach, Scheiße. Ich hasse diesen Boss. Okay, ich benutze mal den Battle Rest dann, um euch zu resten. Was für eine Scheiße, was war das? Ich war zu nah am Boss dran. Kilian versagt. Die haut aber ganz schön rein mit ihren Zaubern. Was war das? Keine Ahnung, was das war. Ich hab's nicht gesehen. Aber ich würde auf jeden Fall vorschlagen, ihre Smite-Zauber so weit es geht zu kicken. Ja. Weil die machen irgendwas mit 7000 Schaden. Und das auf mich. Ich weiß nicht, wie es da bei euch aussieht.
bedient euch mal. Ja, die Gesundheitssteine geben schon ein bisschen mehr HP als die Halskette. So. Durchbuffen. Haben wir alles, oder? Nee, so ist es. Du hast deinen Dämonen immer noch geopfert, oder? Ja. Naja. Okay. Das heißt immer noch schon wieder. Ja. So. Ready? Wir sind heute irgendwie sehr gesprächig. Wir müssen uns konzentrieren, Mann. Oh, fuck. Ja, super. Lass mich heilen! Der Ingwer. Okay. Das ist super. Kannst du einen Heiler beehren? Fuck, ich finde meinen Knopf gerade nicht. Oh, ich habe einen Cooldown, 30 Sekunden. Das ist auf jeden Fall mal eine Herausforderung. Ja, das ist es auf jeden Fall. Wir sind scheiße. Gut, wir haben aber auch einen DD weniger als normal. Das hat nichts mit dem Schaden aus zu tun. Hm. Selbst wenn ein DD mehr wären, der Schaden von ihr würde ja nicht weniger werden. Der, wenn das Ad da ist, das Ad fokussen oder weiter den Boss fokussen? Ed muss weg, glaube ich, erst. Sie kriegt irgendwie 25% weniger Schaden. Das Ed kriegt aber auch sau wenig Schaden. Das ist mal eine Folge Fail in der Prüfung. Wir sind keine Champions. Oh Gott. Der Anfang geht ja noch, bis sie irgendeinen Boss herbeiruft. Danach wird's assi. Ich glaube, ich habe einen Grund gefunden, warum wir so viel Schaden kriegen. Wieso? Wir sind Item Level 151, also ich bin Item Level 151 und hier droppt Item Level 200. Ich bin 1,75 vom Item Level her. Okay. Ich bin 1,57. Okay. Weiter geht's. Also dann. Aber ich geb mal. Warum kriegst du Schaden? Wieso? Die castet ihre Casts immer auf random Spieler. Lass mich. Wieso muss ich eigentlich immer beichten? Wieder Merlin. So, ich nehme einen Cooldown für die Phase. Kommt mal in meine Nähe, kommt in meine Nähe. Oh, ich bin blockiert. Alter, du hast von mir einen Seelenstein drauf, ne? Schon mal sicherheitshalber so. Meine Mana ist alle. Und ich bin tot. Das
Ich glaube, wir sind einfach zu low für die Ini. Ja. Ich nehme den Seelschein auch nicht. Oh Gott. Oh, um Gottes Willen. Ich glaube, wir sind wirklich zu low. Lass die Gruppe verlassen und anmelden. Was hast du da gesehen, wie viel das Ed doch hatte? Und meine Mana war alle. Ich hab 11k-Crits rausballert. Die heilt den auch, habe ich gerade gesehen. Ja, die müsste eigentlich auch noch gekickt werden, oder? Puh. Gut. So viel Interrupts habe ich gar nicht, dass das so funktioniert. Geh mal kurz auf Klo. Verdammt. Ich habe leider gerade kein Löschpulver dabei und hier drin kann man nicht aufmounten. Na? Lass ihn. Den habe ich schon mal. Na, komm. Ja, toll. Ingwer. Toll, ihr habt noch nicht einmal. Oh. Bin gefiert und tot. Und der Seelenstein ist trotzdem weg. Obwohl ich ihn nicht genutzt habe. Ja, der bleibt weg. Tun echt weh. Tja, man sollte halt sowas nicht unterschätzen. Also ich bin dafür, wir machen was anderes, weil das wird echt langweilig. Ja, glaube ich auch. Und ich habe tolle Stoffabschiebe gekriegt. Da freut er sich jetzt wieder. Mai, mit Crit drauf, hallo, was will ich mehr? Die werden zwar irgendwann auch useless, aber... Hallo, Nepic. Sowas nimmt man mit. Schade, dass das nicht jeder war. Jeder Armschienen könnte nämlich noch gebrauchen. Dann machen wir halt eine andere. Gut, merke, Prüfung des Champions nicht mehr vor Level 80 machen.